zwischen Duftkerzen, Köttbullar und Billigregalen. Der bayerische Landesvater im Schwedenhimmel. Laut eigener Aussage hat er schon das ein oder andere Möbelstück selbst zusammengebaut. Doch nicht immer bleibt der Aufbau Chefsache. Aufbauen, gebe ich zu, war nie so meins. Ich konnte gute Ratschläge geben, aber aufbauen selber war ich kein Experte. Aber das IKEA hat einen einfach ein Leben lang begleitet. Zur Feier des Tages gibt es Bavarian Hot Dog. Mal eine Abwechslung zum Söder-Döner. Also der Hotdog schmeckt sicher gut, besser als anderes Essen hier. Ich bin da flexibel, ja, Hauptsache es schmeckt. Bayern trifft auf schwedische Effizienz. Sogar so sehr, dass vermeintlich einige Möbelstücke nach Söder benannt wurden. Das absolute Lieblingsstück war mal eine Söder-Lampe, die es gegeben hat. Da wurde ich von der Opposition darauf aufmerksam gemacht. Und es gab irgendwann einen Markus-Chefsessel. Beides hat mir gut gefallen. Und man sieht ja hier dann, sozusagen, wenn es um das Thema Wohlfühlen geht, ist anscheinend mein Name immer sehr dabei. Insofern passt es ja ganz gut. Zufall oder cleveres Marketing. IKEA weiß, mit welchen Tricks sie ihre Kunden locken. Also vorweg, vielleicht jeder zehnte Deutsche ist wirklich in einem IKEA-Bett gezeugt. Warum ist es so? IKEA versteht einfach, den Kunden auf die Reise mitzunehmen, wie er sich zu Hause, sein Zuhause einfach schöner macht. Du kommst in den Laden rein und kriegst ganz viele Ideen, obwohl du vielleicht zunächst erstmal nur dieses eine Möbelstück kaufen wolltest. Aber wie ist es dann? Du nimmst vieles, vieles andere mit. Und das macht eben auch der Ministerpräsident. 50 Jahre IKEA in Bayern. Alter Schwede.